So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, ich habe mir heute mal wieder ein Viererpaket geholt. Von der Kinder-Ü-Ei-Überraschung. Die Schlümpfe in der City. Das ist ja das Feuerwehrauto, was ich ja in Maxi-Ei gefunden habe. Natürlich doppelt. Dann natürlich, die ich in Eier gefunden habe, der Röntgenschlumpf, der ist richtig cool. Letztes Mal war ja der Doktorschlumpf. Und hier der Bergsteigerschlumpf. Den kann man ja immer wieder das Seil verlängern. Ist richtig cool, kann man auch an Gläser dran machen. Ist kein Feuerwehrmann, ja, ich weiß es, aber für mich gehört er jetzt zur Feuerwehrabteilung, weil er hat einen roten Helm oder roten Zwergenhut auf. Das sind die beiden Doktoren, Röntgen, Doktor und Doktor. Und jetzt öffnen wir das nächste Viererpaket und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt keine doppelten Schlümpfe habe. Deswegen fangen wir jetzt direkt mal an. Und wie gesagt, ihr schreibt mir weiterhin in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet. Und ob ihr euch auch schon welche gönnt habt und welche ihr habt. Ganz egal was. Hier könnt ihr und hier sollt ihr. Alles über die brandneuen und aktuellen Ü-Ei-Serie, also die Schlümpfe in der City, schreiben. Aber ihr kennt ja meine Videos. Erste Ei muss erstmal wieder gekostet werden. Schokolade wie immer top. Aber jetzt kommen wir. Spielzeug oder Schlumpf? Der ist aber feste. Das ist Schlumpfine. Richtig cool. Die Schlumpfine. Das sind sie wieder, Schlümpfe in der City. Und ich habe die Schlumpfine. Mit zwei Einkaufstaschen. Ist klar, ist ja auch eine Frau. Na. Ich muss mal, so. Hier eine Einkaufstasche dran. Dort eine Einkaufstasche. Sieht schon richtig witzig aus, muss ich ja sagen. Jetzt könnt ihr hier, habt ihr so Pappe, Schminke, Sonnenbrille, Schuhe, Uhren, Handy, Bücher, alles, was sie so eingekauft hat. Sage ich mal jetzt hier durch. Könnt ihr einzeln abnehmen, sehe ich gerade. Falten, reinlegen. Kann man auch einzeln machen. Falten. Reinlegen und schon ist die Einkaufstasche voll. Sieht schon richtig witzig aus. Ups. Ah, die verliert die Taschen, hat zu viel eingekauft. Erstmal wegpacken. So, kommen wir nun zum nächsten Ei. Und auch ein Schlumpf. Auch noch keinen, den ich habe. Richtig cool. Das sieht aus wie ein Flughafenschlumpf. Oh, Kopf lässt sich drehen. Hat Leuchtstäbe. Hier ist das Schild. Kommt natürlich das Flugzeug drauf. Wollen wir uns den mal näher anschauen. Das ist dieser hier. Und wie gesagt, im Dunkeln leuchten die Stäbe. Ist richtig cool. Also das Schöne ist natürlich jetzt da dran, dass ich jeweils andere Schlümpfe hatte. Zeige ich euch natürlich gleich nochmal aus einer anderen Perspektive. Richtig, aber jetzt natürlich die anderen beiden Eier. Wie gesagt, einmal hatte ich ja Glück, da waren drei Schlümpfe drin in so einem Viererpaket. Könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so ein Glück hattet. Ups. Delfine. Oder ein Delfin. Der ist aber süß. Und der kommt dann da rein.
Er kommt da reingeklemmt. Gucken, ob ich den richtig rum reingeklemmt habe. Ja, man sollte doch immer die... Doch, nach hinten hin kommt der Schwanz, nach oben hin. Ach, der rollt dann. Kann man so, seht ihr, der bewegt sich. Da muss man fest auf die Räder drücken. Naja, meins ist es nicht, aber kommen nun zum vierten und letzten Ei aus das Viererpaket. Ja, abgebrochene Schokolade muss man immer sofort essen. Ne, diesmal kein Glück, aber schauen wir jetzt sofort mal ein Rennauto. Ui, wenn ihr alle zusammen habt, dann habt ihr eine richtig große, coole Bahn. Jedes Mal drei Stücke vorhanden. Ups, das heißt, Auto passt genau rein. Ich brauche jetzt mehrere Eier, wo ich die, ja, ich sag mal Autobahn mit diesen möchtigen Autos vervollständigen kann. Will ich natürlich nicht. Mir geht es hauptsächlich um die Schlümpfe. Die zeige ich jetzt euch. Und ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Welche Schlümpfe ihr habt. Welche ihr schön findet. Ob ihr alle schon habt. Und. Hier könnt ihr und hier sollt ihr. Alles über die brandneuen Kinderüberraschung Ü-Ei Schlümpfe in der City schreiben, kommentieren. Ja, sind finde ich ein paar schöne dabei. Muss man ja echt sagen. Aber ich besitze ja noch die ganz alten Schlümpfe. Ich werde, glaube ich, mal ein Video davon machen, ob die neueren oder die älteren Schlümpfe besser sind. Also seid auch darauf gespannt. Mal gucken, wann ich Zeit habe, das Video zu machen. Aber ich werde es machen, auf jeden Fall, wo ich die Schlümpfe sehe. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.